Moin, hier ist Miro von Olight und ich bin wieder mit einem Sale für euch da. Und zwar geht es heute um die heiß ersehnte Perun Mini. Das ist eine richtig schöne Taschenlampe, auf die ich mich schon sehr, sehr lange gefreut habe. Es ist klar, es geht hier um eine Stirn- bzw. um eine Multifunktionslampe, wie das große Geschwisterkind, die Perun. Und wir haben hier einige Verbesserungen, gerade im Vergleich zum Vorgänger, der H1R. Fangen wir mal an mit kleinen Details wie dem verbesserten Pocket Clip. Wie man sehen kann, ist der jetzt absolut gegen versehentliches Rausrutschen gesichert. Auch weiterhin handelt es sich um einen bidirektionalen Pocket Clip, den man entsprechend beidseitig anklippen kann. Auch sonst gibt es natürlich viele, viele Anbringungsmöglichkeiten, zum Beispiel über die magnetische Endkappe an die meisten Metalloberflächen und auch mit dem neuen Patch, zum Beispiel an Jacken, so wie ich das jetzt in diesem Clip hier trage. Der Patch kann außerdem mit dem optionalen Kopfband kombiniert werden und so hat man immer in Blickrichtung gutes Licht. Zusätzlich kann die Lampe dann auch im 60-Grad-Winkel eingestellt werden. Das bewährte Bedienungskonzept wurde vom Vorgänger übernommen. So kann man durch einfaches Betätigen des Schalters den letztbenutzten Modus aktivieren und durch kurzes Gedrückthalten zwischen den verschiedenen Modi umschalten. Ein doppelter Klick und man ist im Turbo-Modus. Hält man den Schalter hingegen einige Sekunden gedrückt, dann landet man im Moonlight-Modus. Dreimal tippen und es heißt SOS. Über das mitgelieferte Aufladekabel lässt sich die Perun Mini zum Beispiel mit einer Powerbank über die magnetische Endkappe aufladen. Natürlich ist die Taschenlampe außerdem wieder nach IPX8 wasserdicht. Die Perun Mini gibt es auch noch in einer limitierten Edition und zwar in Orange. Das dürfte viele von euch freuen, gerade wer irgendwie rettungsmäßig unterwegs ist, da passt es ja perfekt. Und ich habe auch schon ein bisschen was darüber gehört, dass sie sehr gut am Helm aussehen soll. Unsere Multifunktionslampe hier ist auf 700 Stück in Deutschland limitiert. Weltweit sind es 9.999 Stück. Und ich spendiere euch jetzt noch mal ein paar schöne Nahaufnahmen. Auf die Perun Mini gibt es alleine 30% Rabatt und in Kombination mit der kleinen i1R2, einer überraschend leistungsfähigen Schlüsselbundlampe, gibt es sogar 40% Rabatt. Außerdem mit im Sale haben wir die S2R Beton 2 in Desert Tan, also eine unserer beliebtesten Farben, zusammen mit einem unserer beliebtesten Modelle. 1150 Lumen gibt es hier in Kombination mit einem 18650er Akku. Das bedeutet eine sehr lange Laufzeit und hier haben wir also eine sehr ausgewogene EDC-Taschenlampe. Bedienung erfolgt wieder über den Seitenschalter, kennen die meisten von euch wahrscheinlich schon, und geht vom Moonlight-Modus über diverse Modi bis zum Turbo mit 1150 Lumen. 800 Stück von dieser wirklich schönen Taschenlampe haben wir hier in Deutschland abbekommen. Also wir halten unser Versprechen und bekommen immer mehr vom Kuchen ab. Denn auch hier 9.999 Stück in Deutschland. Und auch bei dieser Taschenlampe gibt es wieder bis zu 40% Rabatt. Und zwar, wenn ihr sie im Bundle mit der ebenfalls neuen i5T in Gunmetal Grey kauft. Also neu ist natürlich nur die Farbe, nicht das Modell. Aber eine sehr, sehr schöne Farbe, wie ich finde, was Schlichtes. Und die i5T, die ist natürlich ein wirklich universell Lämpchen mit Doppel-A-Akku bzw. Doppel-A-Batterie und zwei Modi. Und überall auf der Welt kann man sie benutzen und bekommt Strom dafür. Bedient wird die Lampe, wie ich gerade demonstriert habe, über den Endkappenschalter. Und man kann die temporär anmachen. Oder auch durchdrücken und dann bleibt die natürlich dauerhaft an. Genau wie die übrigen Lampen aus dem Sale ist natürlich auch die i5T nach IPX8 wasserdicht. In Deutschland haben wir von der i5T hier in Gunmetal Grey übrigens 1300 Stück abbekommen von weltweit 30.000. Abgesehen von den regulären Lampen des Sales haben wir für euch außerdem noch die M2R Pro in Schwarz mit 40% Rabatt im Angebot, allerdings nur am 23. von 19 bis 21 Uhr, also nur für 2 Stunden.
Wer möchte, kann sich nach dem Registrieren oder dem Einloggen in ein vorhandenes Benutzerkonto übrigens ein kostenloses Multitool sichern. Und auch sonst versorgen wir euch natürlich wieder mit jeder Menge Gratisbeigaben ab bestimmten Warenkorbwerten. Auch in diesem Sale haben wir uns also wieder einiges für euch ausgedacht und ich hoffe, euch gefallen die neuen Farben und vor allem auch das neue Modell, denn die Perun Mini ist natürlich der Star der Show und deshalb wird es auch ein Giveaway geben und ich mache es so, hier auf YouTube verlose ich einmal die Perun Mini im limitierten Orange. Und auf Facebook gibt es sie dann in Schwarz. Und was ihr dafür machen müsst, das packe ich jeweils in die Videobeschreibung bzw. in den Beitrag. In den nächsten Tagen wird es hier noch einige Videos für euch geben. Wir werden die einzelnen Produkte noch mal detailliert vorstellen. Und auch auf Videos von meinem Kollegen Julius könnt ihr euch freuen. Und auf Facebook und Instagram werden wir euch auch noch weitere Infos rund um den Sale geben. Dementsprechend, wer mag, der schaut einfach mal auf unseren sozialen Medien vorbei. Und auch ein Like und ein Kommentar unter diesem Video hier können natürlich nicht schaden. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch allzeit gutes Licht.